Ein ganz geheimer Raum wurde entdeckt. Ein geheimer Story-Auftrag, den ihr nur so bekommt, wenn ihr den Laptop aktiviert. Wir bekommen insgesamt 3 neue Bosse dazu mit 3 mythischen Waffen, kostenlose Belohnungen, neue Autos und noch vieles, vieles mehr. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, es lohnt sich. Bevor wir ins Match reingehen, checken wir mal ganz kurz den Itemshop ab und wir haben einen komplett neuen Skin. Und zwar haben wir hier den Ghost Rider. Ghost Rider, so heißt der Skin. Sieht echt eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Wir haben hier einmal so eine Fritteuse als Backblend, dann haben wir hier einmal Mephistos Pfannenwender. Eine Waffentarnung, die sogar animiert ist und einen richtig coolen Ladebildschirm, wie ich finde. Wir gucken mal uns weiter den Itemshop an, das ist auf jeden Fall das neue Paket hier. Iron Man ist natürlich auch noch drin, Black Cat, die neuen Skins. Also wir haben jetzt schon ein paar neue Skins bekommen, muss ich sagen. Wenn die Marvel Season immer am Start ist, dann hauen die echt viele neue Skins raus. Wir hatten ja teilweise Dürren von Wochen, wo wir keine neuen Skins bekommen haben. Aber ihr seht den Itemshop, sieht auch ja ganz fresh aus. Natürlich hier die ganzen Sachen noch drin, die Jam Songs, McLaren ist wieder drin, das Rotstreifen-Paket-Auto. Ja, ist jetzt nicht das Beste, muss ich ehrlich sagen. Festival Pass ist noch am Start. Und dann hier die Pakete. Wird mich sehr, sehr freuen. Nicht wundern, ich benutze nicht meinen eigenen Creator-Code. Ich habe den nur fürs Video jetzt gerade reingemacht. Für euch, damit ihr das seht. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Code Seville verwendet. Und wir gehen jetzt mal in die Leaks rein, weil die sind unglaublich interessant. Okay, ich glaube, der Typ hat Bock auf ein kleines Spitzhacken-Duell. Der hat eine Waffe! Von wo hat der eine Waffe? Hä? Bro, von wo hat der eine Waffe bekommen? Ich überrasche ihn jetzt. Er checkt nicht, dass ich eine Waffe habe. Oder? Ach, Digga, er kommt halt Retalk nicht. Okay, wir holen den. Let's go. Und wir fangen mit den ersten Informationen an. Ganz entspannt fangen wir an. Und zwar die Story Quest. Hinterlasse Graffiti an der zentralen Statue in Doomstadt. Also hier, wo wir gerade sind, wurde nämlich jetzt automatisch abgeschlossen, da die bei manchen irgendwie nicht funktioniert hat. Und deswegen wurde die jetzt irgendwie gelöscht und schon abgeschlossen, damit ihr das nicht mehr machen müsst, weil es halt ja irgendwelche Fehler da gab. Dann kommt bald Fortnite Reload Ranked rein. Das Ganze erscheint in den nächsten 2 Wochen tatsächlich. Und wenn Ranked Reload veröffentlicht wird, wird es in Season 0 starten. Ähnlich wie andere Ranked-Modis in Fortnite, wie Null bauen, plus Battle Royale, Duos und Teams werden derzeit für Ranked Reload unterstützt. Und die Sachen sollen auch am Anfang reinkommen. Soweit der Stand jetzt. Ich glaube, da werden sich auch viele freuen. Weil ich habe manchmal ein paar Abonnenten getroffen. Und das war ganz interessant. Dann habe ich mit denen so ein bisschen geredet. So ein bisschen Smalltalk. Wie geht's? Was zockst du gerade so? Und ganz viele von euch, die wo ich jetzt draußen getroffen habe und so. Die haben echt gemeint, dass mega viele tatsächlich Reload zocken. Hätte ich nicht gedacht. Also Reload ist ein mega beliebter Modus in Fortnite. Und ich glaube auch deswegen haut Fortnite hier einen Reload-Modus raus. Also würde ich jetzt mal behaupten. Denke ich jetzt mal. Weil sonst wäre es ein bisschen komisch, dass sie in den Reload-Modus raushauen. Wenn das nicht so beliebt wäre. Wir sind gerade fast draufgegangen, Alter. Der Typ hat mich ja gerade komplett gehittet. Dann gibt es neue Balance-Anpassungen für den LTM-Tag des Dooms. Also ich muss sagen, ich habe den gespielt. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen ehrlich bin, ist jetzt nicht so mein Favorite-LTM. Also geht so, ja. Es gibt jetzt mehr Schild bei Helden. Schilde regenerieren nun bis zu 150. Dooms Handschuh hat nach einer mythischen Bombe einen etwas längeren Cooldown. Der war ja ziemlich OP. Der Cooldown der unendlichen mythischen Schockwellengranate ist jetzt etwas länger. Genau, so viel zu dem LTM hier. Oh, Digga. Warte mal, da ist ja noch einer. Habe ich ja gar nicht gesehen, den Typen. Nein, der ist unter mir. Warte mal, kommen wir hier rein? Ich weiß gar nicht, ob wir hier reinkommen von hier. Oh, lol. Der Typ hat gar nicht mit uns gerechnet, gerade der Arme. War gerade komplett lost. Okay, nice one. Sehr schön. Wir haben ein bisschen geklärt hier. Wir machen mal weiter. Und zwar hat tatsächlich Fortnite ein großes Interesse daran, einen Film zu machen. Weil Fortnite so krass beliebt ist und Gaming-Geschehen oder die Gaming-Welt ja revolutioniert hat, will Fortnite tatsächlich bald einen Film mit Disney, mit den Walt Disney Studios machen. Wir wissen ja, Disney hat ja einen prozentualen Anteil an Epic Games gekauft. Und ich kann mir da auf jeden Fall vorstellen, dass wir da bald in naher Zukunft einen Film sehen würden, Bro. Ey, wisst ihr, was ich so krass finden würde?
wenn die die Fortnite-Story verfilmen. Oder oder? Wisst ihr, wie ich meine? Wie krass wäre das bitte? Mehr wissen wir dazu nicht, nur halt, dass sie daran interessiert sind. Was sehr, sehr cool ist jetzt. Einer meiner Lieblingsautos kommt ins Spiel tatsächlich rein. Und zwar ist das der Nissan Skyline GTR aus Fast and the Furious. Kommt bald in... Okay. Kommt bald in Fortnite rein. Und so sieht er aus. Bro. Ich werde nur dieses Auto spielen. Es ist einfach ein Legendenauto, Leute. Wer damals Fast and Furious angeschaut hat, die ersten Teile, dieses Auto. Legende einfach nur. Dann weitere Tag des Doom-Aufträge werden nächste Woche am 24. September um 15 Uhr veröffentlicht. Denn die aktuellen Quests, insgesamt 6 Stück, geben euch 2 EP, aber reichen leider nicht für den Ladebildschirm mit Shalverine, für den 8 abgeschlossene Quests benötigt werden, aus. Deswegen kommen am 24. September auch nochmal welche raus. Wo sind denn die Quests hier? Tag des Dooms hier, Freunde. Weil hier kann man ja ein Ladebildschirm freischalten, seht ihr. Und deswegen kommen da bald neue raus. Die haben sich da irgendwie ein bisschen verschätzt. Kann mal passieren. Die Monarch-Pistole verwendet nun übrigens mittlere Munition statt leichte Munition. Keine Ahnung warum, aber es ist halt so. Wenn ihr die Monarch-Pistole von Dr. Doom euch jetzt holt. Wir gehen mal zu Dr. Doom. Das sind auch Medaillenträger. Das Ganze wurde halt jetzt geändert auf mittlere Munition. Wir machen mal weiter. Und zwar gibt es jetzt am 21.09., also in 2 Tagen, einen Rubius Icon Cup. Wir haben ja einen El Rubius Icon Skin bekommen. Ich blende ihn euch nochmal ein. Wir haben ja drüber geredet. Und das Ganze soll im Duo-Format stattfinden, in Null bauen. Genaue Zeiten für eure Region gibt es im Wettkampf-Tab. Könnt ihr bei Fortnite gerne in-game abchecken. Die besten 1200 Duos in Europa bekommen früher und kostenlos den Skin. Das Backbling, die Spitzhacke, 2 Emoticons, die Lackierung und ab 8 Punkten auch generell bekommt jeder das Spray. Wir machen mal weiter. Und zwar haben wir einen ersten Teaser zu den Fortnite-Mares bekommen. Wir kriegen anscheinend Saw in Fortnite rein, denn ich zeige euch mal einen geheimen Raum, wenn wir gleich mal die Medaillenträger geholt haben. Es gibt nämlich hier einen geheimen Raum, den ich euch gleich mal zeigen werde. Dieser geheime Raum beinhaltet nämlich jetzt einen Fernseher, der ein rauschendes Bild zeigt. Und wenn man ganz genau hinhorcht, dann hören wir Ketten klimpern. Und das Ganze wurde tatsächlich jetzt so in Fortnite hinzugefügt. Digga, das ist ein... Bro... Ich dachte gerade, das wäre ein Handlanger. Aber wir haben auf jeden Fall die Dr. Doom Handschuhe. Ich dachte gerade, Retalk, das wäre ein Handlanger. Let's go. Dr. Doom Handschuhe auch am Start. Auf jeden Fall soll dann da bald auch ein Saw-Bild zu sehen sein. Das blende ich euch auch mal hier ein. Also es wird dann immer besser eingeblendet. Und dann sieht man halt den Jigsaw-Typen von Saw. Ich glaube, da heißt Jigsaw, ne? Auf jeden Fall hier seht ihr das, dass wir einen neuen Auftrag haben. Fundaufträge. Und die kriegt man wirklich nur, wenn man da hingeht. Und zwar ganz genau hier hin. Sonst wird er euch nicht angezeigt. Und ihr müsst da geheime Aufträge machen. Redet einfach mit dem Laptop, der unten beim Iron Man Keller ist. Da müsst ihr euch einmal runterbauen. Denn der Ort selber ist ja auch geheim. Einfach runterbauen in dem Haus. Dann seht ihr den Iron Man Keller. Genau. Und erst wenn ihr mit dem Computer in Doomshot interagiert habt, bekommt ihr insgesamt 45.000 EP und ein ganzes Level ab. Also schon sehr, sehr stabil, muss man sagen. Das ist schon sehr, sehr heftig. Es gibt einen Felina Ranked Skin und ihre Spitzhacke. Diese können beide kostenlos durch das Erreichen von Level 50 verdient werden. Ab 25 Level bekommt ihr die Spitzhacke und ab 50 den Skin. Der Fortschritt wird nur verfolgt, wenn die Quests live gehen und es ist unklar, wann das Ganze sein wird. Diesen Skin können wir dann kostenlos freischalten. Jetzt was sehr Interessantes. Ich kann es jetzt hier schlecht testen, aber ich blende euch ein Video ein. Wenn ihr die Iron Man Handschuhe habt, wir haben jetzt gerade die Boots, also die Schuhe. Wenn ihr die Handschuhe habt und jemand befindet sich im Gebüsch, dann wird er trotzdem anvisiert. Also es ist so eine Art Wallhack. Ich würde jetzt nicht sagen kompletter Wallhack, weil durch eine normale Wand wird das Ganze nicht funktionieren. Aber wenn jetzt jemand im Busch drin ist und ihr visiert generell in den Busch rein an, dann werdet ihr sehen, dass eure Handschuhe automatisch den Typen anvisiert. Ja, also ich weiß nicht, ob das mit Absicht gemacht worden ist. Ich denke mal auch vielleicht, dass das Ganze gefixt wird. Tatsächlich sollen die Unglaublichen, wenn sie auf die Insel kommen, mythische Bosse werden. Also die droppen mythische Items. Die Bosse werden höchstwahrscheinlich einmal Frozone sein. Dann der Typ von die Unglaublichen und die Frau.
die Fähigkeiten von dem Typen sind, dass er einfach extrem geisteskrank stark ist. Und von der Frau sind die Fähigkeiten tatsächlich, dass sie sehr elastisch ist. Das sind ihre Fähigkeiten. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir... Ja, der hat mich gesehen. Dass wir ein mythisches Item kriegen. Dass man... Ja, sich irgendwie... Hä, Dicker? Bro. Ja, auf jeden Fall, die Frau ist mega elastisch. Der Typ extrem stark bei den Unglaublichen. Also jetzt in der Animationsserie. Und dann bekommen wir noch Frozone. Und wir wissen ja, dass Epic Games schon seit längerem wieder an einer neuen mythischen Fähigkeit arbeitet. Die mit Eis fungiert. Also wir hatten ja My Hero Academia, Skins und Collabo. Wir hatten da ja auch eine mythische Fähigkeit, wo wir mit Eis so eine Barriere machen konnten und die Leute weghauen konnten. Und sowas ähnliches sollten wir wieder kriegen. Frozone kann ja auch auf Eis laufen. Und wir haben auch schon als Contrail bei den Autos einen Contrail oder einen Trail gesehen, wo wir Frozones Trail schon haben. Also das ist in den Dateien. Ich glaube, das gibt es auch noch nicht, dieses Contrail. Das wurde jetzt nur in den Dateien da gesichtet. Und wir haben tatsächlich schon dieses Trail im Spiel drinne von Frozone. Da steht ja selber sogar Frozone drauf. Deswegen glaube ich auch, dass wir zu 100% Frozone kriegen. Und ich würde mal sagen, zu 70% dann die zwei unglaublichen Skins. Also die werden als Bosse ins Spiel reinkommen. Genau. Dann haben wir bald das 7-jährige Geburtstag von Battle Royale Fortnite. Und das Ganze wird 7 Jahre alt. Wir können diese ganzen Gegenstände hier freischalten. Das ist genau wie jedes Jahr auch immer, Leute. Man kann sich die Sachen freischalten. Einfach irgendwelche Quests erledigen. Und dann funktioniert das Ganze. Und der Typ geht mir hier ein bisschen auf die Klöten. Das Problem ist halt auch, ich habe nur meine Shotgun, ne? Also ich freue mich auf die Unglaublichen mega. Ich freue mich sowas von krass auf die Unglaublichen. Wir bekommen ja auch noch ein Auto dazu. Das Ganze wurde ja auch schon geleakt, dass wir ein Auto bekommen. Das zeige ich euch mal hier. Das Auto. Digga. Ich muss mal weg. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja. Ah, der ist down. Bro, wie hittet der mich? Alter, wie hat der mich denn gehittet, Bro? Ah, der hat ja auch eine Leggy-Shotgun. Schade, Leute. GG. Das waren auf jeden Fall die Informationen zum heutigen Tage. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann. Und ciao, ciao.